Hey ho, ihr Bedürfnisbelagerer! Wir sind zurück bei Let's Play Neo! Ja, nach dem ganzen Rumgebumsel in der letzten Folge, muss ich erstmal gucken, wo wir des einsten gewesen sind. So, ich benutze nochmal die Kusarigama Übermacht, weil die hat mich zumindest teilweise ein bisschen glücklich gemacht in der letzten Episode, wenn ich denn nicht irgendwelche gar mächtigen Feinde gegen mich wusste. Zum Beispiel dich hier. Benutze nicht diese mächtig. Huah! So. Niemals. Muss ich den jetzt besiegen oder? Oh, warum habt ihr mir nicht geholfen, ihr Schnucklis? So, okay, wir haben das Zeug. Ich tut mir leid, ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer, wo ich eigentlich herkam und wo ich hin soll. Ah, das ist das gutartige Moment. Also, ich glaube, ich bin hier durchgekommen und bin davor gelaufen. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt haben wir auch unsere Freunde dabei, die nicht nur einfach zugucken, wie ich krepiere. Und wir werden uns gemeinsam in die Machtkraft-Monstermäßigkeiten hier stürzen. Oh, no! No! Was hat mich getroffen? Ja, natürlich, das ist wieder der scheiß Vogeltyp da oben. Was? Wieso habe ich dich nicht getroffen? Ah, was? Warum bin ich schon wieder... Ah! Okay, der Typ ist direkt da. Toll! Es ist so eine fantastische Fantastischkeit, wie einem das Spiel Möglichkeiten wirklich leicht und wirklich fair gibt, sich ein wenig auf die Situation einzustellen, bevor man hier völlig überwältigt wird. Warum krieg ich... Ah, come on! Na also, so, der ist platt. Da oben ist sonst keiner, außer der große Bubi-Vogel. Oh, komm schon! Das darf doch nicht wahr... Los! Es ist jetzt tot. Ich hoffe, es ist jetzt tot. So. Jetzt haben wir den zumindest ein bisschen weggeräumt. Und jetzt räumen wir die anderen weg. Beginnt mit dem... Miesepeter. Ha! So, irgendjemand, der gerade... Ja, so, du stehst auf. Der andere Typ, der will jetzt hier gleich loslegen. Nein. So, haben wir es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben die Prioritäten mehr oder weniger richtig gesetzt. Und haben es geschafft. Und jetzt? Ja, geh hinüber in Unfrieden, Kerl. Okay. Da oben war der miese Vogel. Gut, dass wir genug Munition hatten. Das hat ja ein bisschen gedauert an der richtigen Stelle. Ernsthaft. Ich komme nicht da drüben hin, weil Schrott wieder mal im Weg ist. Ist das... Moment, kann ich gerade mit dir reden? Whatever. Ich weiß, ich muss noch den einen oder anderen Kodama-chan finden und freue mich gerade des Lebens, dass wir gerade einen, oder ich zumindest gerade einen sehe. Gibt es hier vielleicht, das sieht so ein bisschen nach Geheimwand aus, aber offensichtlich war es keine. Geheimwände gibt es anscheinend auch nur dann, wenn irgendwelche Augen drin sind. Okay, ist so, muss ich mit leben, Dingsbums gefunden, yay. Achso, ist was zum Durchsuchen. Wir haben Lunden links und toll, ein Juwel des Lebens. Wetten, es hilft mir nicht beim Überleben. Wäre ja zu einfach, zu easy. Denn was ich ja eben sagen wollte, dieses grüne Leuchten da vorne, ist es der Schrein auf der anderen Seite, der mich, auf den mich das Ding hinweist. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass hier direkt schon wieder ein ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass hier ein kleiner Kodama ist. Oh, hier haben sie alle gefunden. Oh, das kann ich also straight vor... Oh Gott, bin ich jetzt etwa schon beim Boss? Das sieht so nach Boss-Arena aus. Es wird der Boss sein. Es ist ein Encounter der Beschissenhaftigkeit. Oh Gott. Oh Mann!
gerade was tun, danke. Haha! Wo sind eigentlich meine Freunde? Hä? Freundis? Wo seid ihr? Freundis! Jetzt sagt du. Bloß ihr seid nicht da. Oh Gott. Ja, genau. Machen wir nichts anderes außer dreh dich. Schwing und dreh dich. Was? Oh, oh, das ist der liebe... Fuck. Ich darf nichts tun, ich darf nichts tun. Tornado-Angriff! Okay. Das ist... so geil. Oh, jetzt. Mann, wie oft kannst du das hintereinander machen, du Vogel? So, einen habe ich noch. Ich benutze ihn, weil ich es kann. Yay. Okay, nein. Nicht den Schnabel. Nicht den Schnappi. Toll! Es ist so geil hier. Es ist so geil. Ich komme nicht rechtzeitig von diesem scheiß Vieh weg. Das Spiel zu bieten. Yay. Gutes Balancing. Natürlich. Gib mir keinen... Ich kann nichts tun. Ich lebe in die... Warum... Oh, ey, diese scheiß Drehangriff. Oh, drehen, drehen. Spin, 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 spin. Oh, das ist doch, das ist die Lächerlichkeit schlechthin. Es ist so geil. Es ist so geil. Das war jetzt der langsame Spin-Angriff. Das war kein Spin-Angriff. Was jetzt kommt? Ein Spin-Angriff? Jetzt kommt noch einer? Okay, zwei, drei habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass es hintereinander macht. Das war der langsame. Okay, das war das Manöver, ich bin die Finste. Macht der nochmal? Ja, immer. Macht der einen? Macht er noch einen? Okay. Jetzt macht er die... Ja, natürlich. Ich kann mich nicht bewegen. Er tötet mich. Oh cool. Wusste nicht, dass das geht. Hab ich nämlich schon ein paar Mal versucht. Und das hat nicht funktioniert. Der langsame. Der schnelle. Was auch immer mich da trifft. Und nimm davon was. Natürlich genau da rein ausgewichen. Yay, yeah, er kommt runter. Nimm es. Okay. Langsamer Angriff. Schneller Angriff. Ich nehme nochmal was. Genau deswegen. Ja, er ist tot. Boah, ey, was für ein Kackboss. Und ich hab nichts mehr zum Heilen. Oh Gott. Diese Inkonsistenz bei den Spin-Angriffen war das Schlimmste von allen. Oh. Jetzt sind die da. Wo sind... Es tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe. Aber dieses Spiel ist Dreck. Hey, wir packen ja zwei starke Krieger an die Seite. Oh, der Boss ist da. Wir sind plötzlich weg. Warum?
Es ist scheißegal. Oh, du hast den Boss besiegt, sie sind plötzlich wieder da. Konosaki. Moshi Maria to Otara. Aobajo de Matsuto zutaite kurenuka. Onushi no Mune-san-zun shidai daro ga na. Ich hab noch ein paar Ave Maria übrig, also von daher. Denka o nozomu tame no chikara ga kayouna katachi de yakudatsu to. Boah, das ist der Gankutsu-Sprecher, oder? Okay, wir haben es geschafft. Wir haben einen weiteren Storyboss erledigt. Er war mal zur Abwechslung kein normaler Mensch. Was, keine Sequenz am Ende? Anjin, überlass den Rest uns und eile weiter. Sei unbesorgt, mit diesen Yokai kommen wir alleine zurecht. Die aus der Burg strömenden Yokai scheinen menschlich, doch sie sind alles andere als das. Sie sind Wesen, die von der Macht der Geistersteine in den Wahnsinn getrieben werden. Yorogimi muss sie im Übermaß bei ihren versammelten Ronin angewandt haben. Hat sie jeden Sinn für den Anstand und Moral verloren, sagt derjenige, der mich im Bosskampf allein zurückgelassen hat. Penner. Halleluja, wir haben viel übrig. Wir haben der scharfsinnige Krieger, eine Nebenmission aus der Hölle. Okay, dann haben wir die Hauptmission der letzte Samurai mit Tom Cruise in der Hauptrolle als William. Oder so ähnlich, mit 6 kleinen Kodamas. Dann haben wir die Hüter in den Schatten. Und wir haben Mut und Weisheit. 230, 237, 242, fucking! Und das hier, ein scharfsinniger Krieger. Lang ist es her, Sir Anjin, nicht wahr? Es ist viel passiert, seit du nach England zurückgekehrt bist. Aus verschiedenen Gründen dient Fürst Iyasu nun seinem Sohn, Fürst Hidetata. Derzeit ist Fürst Hidetata auf der Suche nach etwas, doch wie ich höre, ist der Weg voller Yokai. Würde es dir etwas ausmachen, mir zu helfen? Natürlich soll deine Mühe entlohnt werden. Wir stehen nicht mehr auf entgegengesetzten Seiten. Ich freue mich darauf, als Verbündeter neben dir zu kämpfen. Auch gegen den Boss? Nee. Im Rahmen der Friedensverhandlungen nach der Belagerung von Osaka im Winterfeldzug verlor die Burg Osaka ihren zweiten und dritten Verteidigungsring sowie die inneren und äußeren Gräben. Dass nur der Hauptwall übrig blieb. Da die Burg Osaka den Großteil ihrer Verteidigungsanlagen eingebüßt hatte, beschloss Yukimura eine Möglichkeit zu finden, über das Feld anzugreifen. Um den Hauptwall zu stärken, den die Toyotomi ihm gelassen hatten, grub er einen neuen Graben und errichtete Zäune. Die Verteidigung der Burg bröckelte jedoch von innen und ich glaube gerade wegen der letzten Worte, daran die erinnere ich mich. Das ist alles scheißegal, Hauptsache wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir wollen immer miteinander stehen, alleine kämpfen wär nicht wunderschön. Du möchtest mich im Kampf beglücken und ich möchte dich im Kampf verzücken. So möchtest du mit mir durch die Schlacht gehen, die Schlacht gehen, die Schlacht gehen. Toll, er lässt mir nicht mal was übrig. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Was bist du? Du bist lebendig. Ah! Ja. Hättest du nicht? Ach, leck mich. Toll. Mann! Jetzt Blockgefällt. Ah, es ist Schlangikopf Skirovski! Mein treuer Gefährte! Wo bist du? Bin ich jetzt bekloppt oder was? Hey! Wir kämpfen jetzt zusammen! Nein, doch nicht! Wo ist die Ach, da oben! Ah, oh, danke, danke! Danke für deine schönen. Na? So. Ja, du brennst schön, ich weiß. Zunder, Zunder, Mann. Fireman, Fire, Fireman, Fire. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich noch irgendwelche restlichen Sachen übrig hatte aus der letzten Episode. Also, ich meine, ob ich sie alle gezeigt habe oder nicht. Könnte sein, dass ich die nicht alle Doch, ich hatte mich dazu entschieden, glaube ich, dann doch alles zu sagen. Ups. Na gut, es ist nur eine grüne Waffe. Also ich meine, nur eine grüne Schusswaffe. Also das ist nicht unbedingt immer so gut, wie es scheint. Aber
nehme es mit, weil wir es können. So. Zusammen mit der passenden Munition, weil ich immer wieder vergesse, mir Munition einzukaufen. Typ. Ah, danke, dass du immer noch da bist. Das finde ich gut. Das Problem ist, dass in der Regel die Missionen auch darauf ausgelegt sind, dass man eben Leute bei sich hat. Das finde ich, ja, subopt. Man kann nicht so aus dem... Warum kann man diese Tür nicht benutzen? Egal. Ich gehe mal da drüben hin. Kann ich den Typen? Ja. Lumpor! Gut. Ey, der benutzt, der ist besser als das hier. Der benutzt wenigstens seine Geilomatigkeit. Er tut nicht nur so, als wenn er sie nur dann hat, wenn ich gegen ihn kämpfe. Falls ich jemals gegen ihn gekämpft habe. Aha, das machst du fein, mein Freund. Ich habe das Gefühl, wir haben noch einen Ballestiner. Wir sind hier irgendwo rum. Schießt hier noch irgendjemand? Nee, ne? Doch. Ha, hast du das gesehen? Ich habe mich voll in dich rein. Ich meine... Scheiße. Ja, zeig's ihm, mein Waschechter. Ja, das ist gut. Ich habe ihn abgelenkt und er haut voll drauf. Das freue doch die Seele. Wasser, Umamori-Anhänger und Tonfa ist toll. Ich will mit Tonfa. Ich bin nicht auf Tonfa geskillt, Kumpel. Ich brauche nochmal mächtige Werkzeuge in Form von Schwertern. Mehr Schwerter für mich. Happy Schwert. Ein Arschkopf für mich. Toll. Nein, ich will nicht mein Feuerzeug verschießen. Scheiße. Ah, ja, passiert halt, ne? Ja, wir gucken uns erstmal hier wundervoll um. So, Mr. Wunderbar. Genau. Okay, mach. Ja, du, ich weiß, du bist Elektromeister der Welt. Ich nicht, ich darf das nicht. Ich meine, was ist das? Darf ich so ein... tollen Angriff nicht haben. Das ist ja Wahnsinn, was der da für Schaden mit raushaut. Oder kann ich das auch? Aber ich bin zu doof dafür, meinen Charakter gescheit zu skillen dafür. Ich weiß es gerade nicht, wie dem so ist. Ob ich nehme diese mächtige Schätztruhe voll grandiosen Inhaltes, nicht grandiosen Inhaltes, dann doch mal mit. Sonst Opferzeug, um es zu opfern am nächsten Schreinerle. Apropos Schreinerle. Es wäre schön, ist das hier eine Tür? Ja. Wenn das nächste Schreinerle nicht so weit weg wäre, weil, wie ich gerade sehe, könnte es durchaus sein, dass ich bald im Besitz der ganzen geilen Amritas bin, um mir ein neues Level-Up zu gönnen. Aber es scheint so, dass diese Super-Dämonen-Yokai, also die mit diesen, weiß nicht, vier Armen oder was ist, nicht mehr wiedergekommen sind, nachdem sie... Das ist so krass! Oh, ein kleiner Schwinger! Während ich mich hier irgendwie abrackere, irgendwie Schaden zu machen, macht der, ah ja, papapam und tot. Aber, ich meine, er ist zumindest auf meiner Seite eine Rüstung des Generals von Kigetsu Kote. Gut, das könnte ein Set-Item sein, weiß ich aber nicht. Dafug? Ja, renne zu... du hast da was übersehen. Du hast den da übersehen. Ich werde dich retten. Töte ihn gefälligst. Ich muss hier Loot aufsammeln. Nein, ich bin kein... Boah. Ey, dieses One-Shot-Geschiss geht mir so auf den Sack. Ich fasse es nicht. Ich finde mein Ding wieder. Geronimo! Ernsthaft? Ich habe ihn nicht getötet. Ach, du warst das. Du warst der Bastard, der mich gerade mal sehr leicht... Los, töte ihn. Danke. Nicht, dass ich in Bedrohung gewesen wäre. Nein. Ja, ich gebe es ja zu, verdammt nochmal. Ich war in Bedrohung. Egal. Kratz. So. Ich habe das Gefühl, wir sind relativ nah am Anfang zurück. So, den mache ich von hier aus. Toll. Na gut, wir holen ihn.
Hierher. Wärst du so freundlich und könntest da mal mit draufhauen? Danke. Am besten treffend. Ah, ich habe einen ganz doofen Weg drum. Ja. Zu Hilfe! So mache doch! Also ich rette dich nicht, weil ich kann's nicht. Der Typ hat unendlich Scheiße am Hals. Komm jetzt. Mach mal hinne hier, Kumpel. So. Da drüben ist ein Fiesling. Und dem werden wir jetzt zeigen, was Anti-Fiesling-Männer machen. Hi. Hashimaneba! Aua! So, nur damit du siehst, wie stark der ist. Nehme ich diesen Schaden auf mich. Oh, 2 Elixiere, das ist gut. Dann bin ich wieder bei 7. Ich habe am Anfang dieses Gebietes hier wahnsinnig viel an Zeugs verbraten. Das ist nicht so schön gewesen. Oh. Du hast in die falsche Richtung geschossen, ne? Also, hast du das gemerkt? Vielleicht hast du es gemerkt? Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber war ein bisschen falsch. Oh, da ist noch einer, der in die falsche Richtung schießen wird. Ich bin diesmal nicht so dämlich, einfach in den Rhein zu laufen, sondern nein! Na, denkst wohl, die Feinde kommen von der richtigen Seite, wa? Aber wir sind hier durchgelaufen. Sonst noch irgendwas hier? Moment, hier ist, müsste eine eine Schatztruhe ist doch glatt hier. Mit Blitzamuletten und einem heiligen Pinsel. Für die heiligen Bilder. Gutski. Da gibt's hier wieder irgendwelche mächtigen Viecher, die hier rumlungern. Loops. Doch. Der rollende Weltmeister. Danke fürs Erretten, guter Mann. Ich mag ihn. Ist teilweise sinnvoll. Das hat er anderen zum Vorteil. Hallo, Mr. Hey, Mr. Dog. Oh, danke fürs Elixier, Mr. Dog. Hast du gut ausgegraben, Mr. Dog. So, hier war, glaube ich, aber auch ein Schrein mal gewesen. Den können sie aber wegge... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Ich muss hier meine Spezialtechniken auspacken, wenn ich das scheiß Teil treffe. Das kann nicht wahr sein. Egal. Genug des Meckerns. Der nächste Boss kommt bald, da gibt es eh wieder Mecker. Ja, liegt noch von mir. Bin ich jetzt deppert? Ich habe das Gefühl, ich renne hier überall rum, wo nicht das Ziel ist. Aber kann ich nichts dran machen, ne? Da könnte das Ziel sein. Aber zuerst kommen wir uns. Nee, da komme ich nicht durch. Okay. Du bist ein Gegner, dem ich mich nicht stellen möchte. Problem ist, dass mal wieder aus dem Nichts so ein blöder Arsch aufgetaucht ist. Deswegen versuche ich. Ich versuche immer wegzulocken. Und natürlich kommt noch ein Hund dazu. Also keine Ahnung, wo diese Typen herkommen, aber mittlerweile unterstelle ich dem Spiel einfach mal, zur Not spawnen wir sie aus dem Nichts. Ne, das kennen wir ja schon. Und das wir jetzt noch nicht kennen, ist, dass der hier ein bisschen Kurzzeitgedächtnisschwund hat. Haha! So einfach geht das! Wenn man weiß, worauf man achten muss, zumindest. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gehen wir nochmal baden, weil das cool ist. Die haben schon ganz rote Köpfe. Kleinen Kodamas. Die werden zu den Aliens aus Bloodborne. So, steh auf. Gut. Jetzt ist the question: How do we get to the end of this mission? Durchaus möglich, dass wir hier um eine Ecke biegen können. Oh yeah. Ach, das könnte die Tür sein, die wir am Anfang vielleicht hätten aufstoßen können. Das ist vermutlich die Tür, die wir hätten aufstoßen können. Das heißt, wir haben jetzt eine valide Abkürzung zum Ende aller Tage. Ja. Und noch einer übrig, der aus dem Nichts kommt. Wenn ein Gegner schon in die falsche Richtung guckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr, sehr nahe, dass sie nicht alleine sind, sondern sie nur so tun, als wäre klar. So, lass mich mal double. Ein Fächer. Yay. Der Fächer mit dem der Rächer mit dem Fächer? Doch nun?
Nee, da. Moment. Oder vielleicht hier runter? Nee, hier kann ich aber auch nicht runter. Hä? Ich weiß nie, wie man an das Ende von dieser Mission kommt. Ich habe das Gefühl, hier unten muss ich hin. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das ist das Problem. Und ich wende die locker. Wo kommst du denn her? Danke. Daher kommst du. Da wird der Wind also her. Was machst du da eigentlich, Helfer? Helfer? Hilft er noch oder tut er so? Hilft er noch oder hat er wieder KI-Aussetzer? Okay. Haha! Der Weg ist frei! Danke für den Stein. Danke für diesen schönen Stein hier. Danke. Ein Hund mit Gassimann. Gassimann. Der Gassimann hört die Hundearmada von oben an. So. Und weg. Danke. Wir haben noch mehr Rüstung. Ich möchte aber ein Schwert haben. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir hier schon mal gewesen sind, nur dass hier irgendwie ein Schrein fehlt. Ach ne, das war am Anfang dieser Folge. Ja, kurz vor dem tollen Megaboss. Moment, lässt das auch bloß? Muss diese Schatzkriege sammeln oder was? Wehe, hier ist ein Boss drin. Ich meine ja nur. Hi. Moment, das war das Tor an den Anfang? Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, bin ich ganz ehrlich. Ich hab das gerade jetzt alles aus Jux und Dollerei gemacht, oder was? Ist doch nicht wahr. Nein, schlagt eure Purzelbäume woanders. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, dann machst du das. So, die brennen schön. Und ich geh mal... Okay, folgen wir einfach mal dem Gedöns. Hi. Nein, nicht du. Der mich eben getötet hat. Aua. Du kriegst das hin, ne? Du kriegst das hin. Guck mal, wir werden beschossen. Wir werden dann so ein bisschen beschossen. So, einer für dich, einer für mich. Einer für den Papa, einen für die Mama, einen für den Popo, einen für den Rainer. So. Fertig. Aus die Maus. Nie wieder. Nie wieder mit Nino D'Angelo. Okay. Ja, tut mir leid, ich bin gerade irgendwie im Gehirn, im Kopf ein bisschen am Sortieren. Also, musste ich diese Schatztruhe finden und muss ich jetzt irgendwie entkommen? Ist das... Oh, cool. Mein Lieblingsgegner. Schaffst du es? Okay. Haha, hoho. Gib mir das. Ein Isurugi. Okay, es ist ein... Oh, okay, noch eine Schatztruhe. Du hast erhalten. Yay! Es ist kein scheiß Boss hier gewesen! Weil kein Boss hier gewesen ist. Ja. Ich bin zutiefst dankbar für deine Hilfe, Sir Anjin. Wenn ich es mir recht überlege, kennen wir einander schon ziemlich lange. Meine Güte, wie die Zeit vergangen ist, seit sich unsere Wege in Kyushu das erste Mal gekreuzt haben. Kintyo ist zwar nicht mehr bei uns, doch sie lebt mit mir, in mir im Geiste fort. Der Tachibana-Clan ist eine blühende Blume der Gerechtigkeit, die ich niemals werde welken lassen. Das hat sie mich gelehrt. Oder ähnlich. Wenn der Clan weiterlebt, dann auch ihr Andenken. Gut. Wir können also aufleveln, glaube ich, 2 Level. Mach ich bis zum nächsten Mal alleine. Und dann haben wir noch 2 Nebenmissionen hier offen. Wir fangen mit der 230er an und gehen dann dahin weiter. Bis dann, ciao.